So, herzlich willkommen zu Schleichgedönse Teil 2. Mich fuckt das Rendering heute unglaublich ab. Irgendwie funktioniert das Aufnehmen einfach nicht. Die Folgen sind zwar da, aber das Rendering funktioniert nicht. Eben, Folge 25 hat fertig gerendert, aber kein Ton da. Super, Ton ist nicht da. In der normalen Aufnahme, ja, aber nicht beim Rendering. So, Rendering-Programm umgeschrieben. Und jetzt rendert die Folge 25 nochmal und es dauert sogar noch länger. Also ich hoffe mal, dass der fucking Ton jetzt dabei ist, sonst raste ich hier aus. So. Ich finde die Mucke mehr ganz im Hintergrund ganz geil. Super. So. Kann ich hier einfach runter? Passt. Los, los, hau hier ab und halt den Kopf runter. So, komm, lauf, Alter, lauf. So schnell nach oben wieder in Sicherheit. Jetzt sieht uns zum Glück keiner. Das ist ja wie Batman, ey. So, nochmal kurz aufs Handy geguckt. So, und nun der letzte. Das wird wohl der schwerste. Wir kennen ja die Entwickler. Komm wieder rauf. So, wie komme ich jetzt da am besten rüber? Einfach springen? Glaub ja nicht so. Ach, das ist schon in dem Haus hier. So. Ich bin gerade so konzentriert, das gibt's doch gar nicht. Weil ich gerade versuche, so dermaßen leise zu spielen. Da hätte ich hoch können. Ich weiß nicht, Haupteingang nehmen? Gute oder schlechte Idee? Nicht so schüchtern, zeig mir Haut. Wenn du deinen Schuss Heroin willst. Schleich dich aus, na los, los, du bist frei. Zabal, ich habe Gefangene befreit. Gut. Jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Mutter. Und jetzt du, weshalb du dort bist. Betritt Deploys Büro, natürlich.
Renn doch nicht da lang, du Ollidiot. Ich frag jetzt gar nicht. Die rennt da einfach runter. Namaste. Die Musik im Hintergrund sogar. Ich hoffe, ihr hört die. So, hier wird dich keiner finden, mein Freund. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Woher weiß man, dass Aufgänge immer da sind? Weil sie hinterm Haus sind und geheim sein sollen. Daher kommt niemand auf die Idee, dort zu gucken. Ich hätte auch einen Kletterhaken hochgehen können. So, nun sind wir schon bei der Pleur. Idiot. Das Depleurs Büro. Ich will dir helfen. Verschwinde hier. Ashley! Wirklich? Das ist ja super! Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist recht. Ja, gib mir mal einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da hab ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich lieg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Küsschen, Küsschen, süße Träume. Okay. Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Schön.
trage die Plö nach draußen. Gut, Kollege. Ich muss jetzt wieder durch die Stadt, gell? Ich guck mal auf der Map, wo ich hin muss. Ja, na klar, aus der Stadt raus. Kann ich hier über den Hügel irgendwie? Ja, nicht so. Gut. Wie soll ich denn jetzt über in der Stadt hier raus? Okay. Ich lebe. Wir sind dann immer noch. Wertloser Rebell! Ich glaube, die Kollegen haben uns. Boah. Okay. Das war heftig. Ich habe mich ein bisschen was gemacht. Gut. Beten, dass hier jetzt keiner ist. Nicht so laut, AJ. So leise. Genau da hat er einen Angriff. Oh, die merken sonst, wo wir sind. Boah! Fuck! Alter Verwalter. Waffe entsichert. Beruhigt euch mal. Alter. Oh, wo die da eben runtergekommen sind, ich hab mich so erschrocken. Okay, ich bin... Was? Komm, ich bin so nah dran. Leck mich, Missionsgebiet verlassen. Ich bin draußen, okay? Immerhin sind wir aus der Stadt raus. Jetzt müssen wir uns an der Stadt entlang schleichen. Davon beten, dass uns keiner sieht. So wie er. Scheiße. Bitte nicht abbrechen. Bitte nicht abbrechen.
Kann man da runter? Bitte sag ja. Nein. Scheiße, hier ist die Grenze. Ach Mann, nein! Muss ich echt voll durch die Stadt wieder durch? Oh nee, Leute, bitte. Ich kann halt nur versuchen, ihn mit einem Stein wegzulocken, ne? Bleib bloß liegen. Ich bin bereit. Beruhigt euch mal. Wenn ich die Möglichkeit habe, ihn umlegen zu können, dann wäre das einfacher jetzt. Kann die Plöhe hier nirgendwo ablegen. So ist gut. Ui, warte, warte! Nein! Plöhe habe ich. Ich schieße dir mitten ins Gesicht. Fick dich. Runter, runter. Ich verbringe es zu Ende. So, sind sie jetzt aufgewühlt oder nicht? Das ist echt scheiße. Bitte findet uns nicht. Bitte findet uns nicht. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Sei offen, ja. Was? Ach. Fuck. Er kann auch nicht weit sein. Und tschüss. Oh,
Warum machst du das? Nur lässt weg. Dich grüßen. Nur. Was lacht der so dreckig? Glaubt sie tatsächlich noch, dass ihre Familie lebt? Mann, wir sind seit Jahren tot! Nicht gut! Nicht gut! Oh, all diese liebe Mama-Briefe, die habe ich doch selber geschrieben! Naja, Ashley, meine Tochter, half mir. Sie dachte, ich hab eine Brieffreundin. Sie drückt auf die Tränendrüse, meine Ashley. Ich glaube, sie hat Talent zur Schriftstellerin. Boah, geschafft. Kalt. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche! Ich brauche mein Handy, Mann! AJ, bitte! Bitte, ich brauche mein Handy! Lass mich los, ihr Pavian-Arsche! Ashley, Baby, Daddy ist hier! Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Einer weniger. Erfolg freigeschaltet und er wird mir nicht gespeichert, weil Uplay down ist. Nun, da Paul aus dem Weg ist, ist die Festung Marshakort verwundbar. Boah. An deiner Stelle würde ich die Situation ausnutzen, Bruder. So, das war jetzt Teil 2 und ich bedanke mich. Ich mache jetzt Pause für heute. This was supposed to be, well, not this. We have a party waiting for you. Awesome.